Wie man sagt. Ja. Wie man sagt. Es gibt Schlimmeres. So ging mir das mit meinen Gedanken. Eins. Erst hatte ich Gedanken, die hätte ich lieber nicht gehabt. Schlimme Gedanken. Und so durcheinander. War zwar immer noch besser als nichts. An diesen ungewollten Gedanken konnte man arbeiten. Zwei. Dann war ich so Gedanken verloren. Drei. Und habe mich regelrecht in meinen Gedanken verloren. Mich nicht wiedergefunden. Vier. Und schließlich hatten mich dann auch noch meine Gedanken verloren. Einfach fallen gelassen. Es breitete sich eine Leere aus. Eine Leere ersten Ranges. Sozusagen von höchster Qualität und tiefster Dunkelheit. Finsternis, aber glitzernd. Mein Thema. Die Gefahr der Leere. Fünftens. Schon der kleinste Ansatz von irgendwas Banalem konnte diese Leere zerstören, konnte sie füllen und also eine Leere voll Banalem sein. Sechs. Aber es ging auch anders. Einmal stürmten in mir so viele Gedanken auf mich ein, als ob sie mich vernichten wollten. Und ich fand keine Waffen, sie zu bekämpfen. Sieben. Ich hatte auch herrliche Gedanken, göttliche Gedanken, die so fertig gedacht waren, so klar und rein, so unwirklich. Aber wem sollte ich sie mitteilen? Wer sollte das verstehen? Denn ich traf doch auf Menschen, die entweder schon voll waren oder total leer waren oder selbst so klare und reine Gedanken hatten, dass ich sie nicht verstand. Verstehst du? Dann acht. War Krieg in mir. Gedanke gegen Gedanke. Ich wurde zum Spielball und ging in der Antimaterie baden. Kein Wetter. Nur Zug. Hier unten gibt es kein Wetter. Die Luft steht und es zieht. Es ist Tunnel.
Das ist echt gefallen.